Hallo Fellows und willkommen zurück zu Let's Play Banjo-Kazooie. Ja, vom rostigen Schiff ab in den grünen Wald, so gehört sich's genauso wie vom Schnee in die Wüste. Wir nähern uns an sich schon, ja, so ziemlich am Ende des Spiels, befinden uns hiermit nämlich in der letzten Welt, in meiner, ich sag's immer wieder, absoluten Lieblingswelt, wobei ich immer wieder sage, dass... euch irgendwie ausschalten. Ach nee, das kriege ich ja im Winter dann irgendwie. Ja, wie gesagt, meine an sich wirklich Lieblingswelt. Wobei ich gestehen muss, dass ich glaube, die Verwandlung, die mochte ich gar nicht mal so arg. Hallöchen! Jemand muss den Felsblocken entfernen. Nati, kommt nicht in seinen Bau hinein. So ein Ärger aber auch. Ja, so ein Ärger. Können wir aber jetzt noch nicht. Das ist das Schöne an dieser Welt. Sie ist wirklich mit allen Jahreszeiten verknüpft. Das heißt, hier und da was merken, dann mal wieder die Zeit wechseln. Ich denke, es wird mich auf gewisse Art und Weise... hier und da mal wieder überfordern. Das ganze Mumu-Schädel. Ah. Himmel, Herrgott. So, wie war denn das nochmal? Hallöchen, du kannst mich mal. Aber die Noten möchte ich haben. Danke. Danke. Was war hier nochmal? Ah, nee, hier musste ich irgendwie... mit Eier machen? Tatsache. Dumm. 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 Yay! Ein Blümchen. Nee, nix. Die Blume war in irgendeiner Jahreszeit dann auf jeden Fall gewachsen. Erkundern wir weiter die Welt. Erst ducken, dann springen. Lee, merkst du endlich. So, da sind ganz tolle Vögel, die eigentlich mal, um ehrlich zu sein, gar nicht mal so toll sind. Leave me alone. Leave me! Kann ich das verstehen? Gab's da irgendwas dafür? Das sah nämlich gerade so aus. Oh Gott. Nee, oh, ah, nein. Verdammt. Verdammt mich noch eins. Egal, ich bin eh da lang. Nee, wirklich. Die Welt, ich liebe sie. Unglaublich. Aber mir ist fast gar nichts von der Welt im Kopf hängen geblieben. Sei ruhig. Sei ruhig. Au. Komm her. Danke. So. Gott. Komm, zeig dich. So. Da war was, wie die funktionieren. Richtig. Ach Gott, das ist so schön. Gib Ruhe. Da möchte ich um ehrlich zu sein noch gar nicht hoch. Dafür möchte ich aber hier hoch und... möchte ich hier irgendwas... Ja, okay, den Momo-Schädel kann ich mir holen. Ja, möchte ich hier aber um ehrlich zu sein noch gar nicht machen. Das Leben interessiert mich dann mal gar nicht.
Ich kann doch überlegen. Kam ich da als Banjo überhaupt rein? Nö, natürlich nicht. Ah! Gott! Okay. Weiter den Baum hoch. Miau. Miau. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Körper. Es ist halt in der Hinsicht ziemlich. Oh Gott. Naja, sagen wir nicht gruselig, aber es ist. Oh Gott. Es ist halt schon ein gewisser Nervenkitzel, kann man sagen. Wenn man bedenkt, dass meine Kamera hier mich total verarscht. Nein, wenn man bedenkt, dass das Ganze hier echt weit über den Baum hängt und ich habe keine Höhenangst, aber ich habe, sagen wir, oh Gott, geh mir bloß weg. Ich habe einen gewissen Respekt vor Höhe. Ich meine, gut, einen gesunden Respekt vor Höhe sollte man sowieso haben, finde ich jetzt. Aber mir wird dabei halt echt widerlich zumute. Das ist absolut nicht schön. Bams! So. Damit öffnen wir die Welt in den Sommer. Nächste Station. Miau. Und hier steht die Tür offen. Hallöchen. Hallo. Na, du Liebeichel. Ich werde noch ein wenig weiter futtern. Dann mümmel du mal weiter. Oh, der ist so süß. Ich komm, oh, komm. Gab's hier sonst noch irgendwas zu holen? Außer die Eier? Ich glaube, in seinem Haus gab's nichts außer dem Momo-Schädel, genau. Dann raus hier. Soweit gab's hier dann erstmal nichts. Wir gehen trotzdem schon mal. Oh Gott! Da sind wir hoch! Ich komm, oh, komm. So. Hall. Löchen. Ach da. Wollte gerade sagen, irgendwo ist doch hier die. Lass mich da hoch! Bums! Ich bin Eli. Baby will einmal ein mächtiger Adler werden. Baby ist müde. Er ist so süß. Er ist so unglaublich niedlich. So. Dann erkunden wir noch ein bisschen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das wird nichts, das wird nichts, das wird nichts! Das lassen wir dann auch mal schön sein. Mumbo! Wo bist du? Hier wollte ich noch mal kurz Hallo sagen. Dann wäre es das für den Frühling, glaube ich, sogar schon ziemlich getan. So. Mumbo! Mumbo, was willst du denn? 25 Schädel. Habe ich, locker. Hier, komm, nimm! Obwohl, ich weiß nicht, ist da noch irgendwas da hinten dran? Nö. So. Gott, ich weiß gar nichts mehr von der Welt. Das ist krass. Bin mir absolut nicht mehr sicher, was ich in welcher Jahreszeit machen muss. Komm, verwandle mich erstmal dann. Legen wir erstmal hoch zu dem Bienennest? Das habe ich schon. Oh, Mama, gut, Zauber. Biene, bester Zauber. Seit langer Zeit. Jo. Ach, wie funktioniert die Biene nochmal? Ich glaube. Springen und nochmal springen und zu fliegen, genau. Oh Gott, oh Gott. Button smashing, um schneller hochzufliegen, alles klar. Da ist das Bienennest, das ich meinte, wo ich hin will. Da ist ein Jinjo. Ah, da war was. Ich erinnere mich. Als Biene können wir nämlich in diese Viecher einfach rein
und ich hasse die Steuerung der Biene. Nein! Nein! Ah! Ich will da drauf. So. Dann möchte ich mal ganz kurz da rein. Gucken. Hallo, dicke Biene. Wir Supers bewachen Grundhildas Goldschatz. Man hat uns erzählt, dass da draußen irgendwo ein gefräßiger Honig herum. Bla bla bla. So. Ginger Nummer 2. Für den wollte ich hier rein. Gib mir das! So. Hier komme ich aber noch nicht. Doch, ich hasse es. Hier komme ich aber an sich so noch nicht weiter. Und ich bin gerade am Überlegen, ob ich da oben überhaupt echt um die Jahreszeit nochmal rein muss. Egal, wir fliegen erstmal noch fröhlich durch die Gegend. Nein, 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 nein. So, runter da. Runter! Los! Schneller! Ach, da ist ja nur ein Leben. Egal, das will ich nicht haben. Das interessiert mich jetzt nicht. Aber der Momo-Schädel hat mich interessiert mich. Lass mich da rein. Und lass mich da drauf. Und... ja, wir gehen einfach mal als Biene in die nächste Welt. Warum nicht? Ich überlege. Na, jetzt fängt es bei mir ein kleines bisschen anzuhängen. Bin ich ehrlich. Bin ich ganz, ganz ehrlich. Je weiter es wirklich in dem Spiel ging, umso weniger wusste ich. Das heißt, es wird wahrscheinlich auch ein bisschen dauern, bis ich komplett alles dann gefunden. Momo Magie gleich aus. Ja, ist mir doch Bums. Komm, mach aus. Komm, alle. Ach, da war ja was. Hey, die ist auch weg. Will für Traum haben. So. Was heißt das für uns? Aufsuchen. Das Schöne ist, die Raupen hört man. Hallo? Ich fürchte hungrige Tiere mögen Raupen. Ja, das fürchtest du? Ich hab's immer noch nicht mit dem Sprung. Das ist doch echt ein Witz. Komm, hoch da jetzt. Und hoch da. Und hoch da. Oh Gott, hallo. Du Abfuck.